Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast, Fleutschenbläser. Wir befinden uns gerade in einem Luftschacht. Ah! Ich wusste es! Hallo? Okay, hier kommen wir aber durch. Ich habe keine Ahnung, wer das gerade war an der Tür. Ich will es auch nicht herausfinden. Habe ich gerade was gehört? Das fängt ja gut an. Ich wollte erstmal ein schönes Intro machen, ein bisschen quatschen mit euch. Weißt du, erstmal wieder ein bisschen. Man hat sich ja lange nicht gesehen. Seit gestern schon. Da. Okay, niemand da. Der fängt schon wieder an, so zu atmen. Und immer wenn er so zu atmen anfängt. Und irgendwer muss ja gegen die Tür gebummert haben. Und es war wahrscheinlich Peter. Immer noch. Was ist das für eine Zahl? 240. Okay, hier ist aber nicht alles kaputt, wie es aussieht. Oh, schöne Pferde auf der Weide. Ja, hier bleibe ich eine Weile. 10 Minuten vom Let's Play. Okay, jetzt wird's gay. Jetzt gehe ich weiter. So, 24. Alter, Front 242. Hier ist der Raum. Können wir da? Da können wir nicht reingucken. Okay. Sieht geil aus mit dem Schatten irgendwie, ne? Obwohl der Schatten ein bisschen aussieht wie ein Marsmensch. Oh! Sieht geil aus mit dem Schatten. Oh, die Kackwurst wirft auch einen Schatten gerade in meiner Hose. Wo kommen wir denn jetzt hin? Hier noch voll die dreckigen Zellenblöcke und hier alles sauber? Also Peter von Froster, ich glaube, hier ist die Großküche. Guck mal, hier werden nämlich Kräuter und Gewürze gezogen, ne, für die Zusätze und so. Hier ein bisschen Milka-Schokolade, Milka-Medication, das ist neu. Und köstlich. Ist vor allen Dingen für Kinder. Und hier ist auch wieder ein Liebesbrief. Freue ich mich drauf. Meine Nase juckt und ich möchte jetzt nicht vor der Kamera kratzen. Aber was ich möchte, ist egal. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Wallrider, Mount Play Massive, CO, Fall Nummer 209, Patient Frank Antonio Manera. Datum 29.08.2012, erste Patientenbefragung 1.11.2010, Alter des Patienten 36, Geschlecht männlich, behandelnder Arzt Dr. Carl Houston. Therapiestatus, minimale Aktivität des morphogenen Antriebs und nur bei extremen Leveln Stufe 5 und 6 der Hormontherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern von Isolation und Verrat zurück. Keine luziden Phasen. Diagnostik. Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulation, übereinstimmend mit Tabak- und Marihuana-konsumierenden Patienten. Außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität. Oder REM-Aktivität, wie es ja so schön heißt. Anmerkung: zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 LBS. Keine Ahnung, was das in Kilo ist. Sein Gewicht bei Aufnahme war 228 LBS, das heißt, er hat eine Menge abgenommen. Er war lethargisch und nicht ansprechbar und brachte nur Interesse für das neunte Skriptmuster der Hypnotherapie Wernicke auf. Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer. Was? Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer? Was ist denn das für ein Skriptmuster für eine Hypnotherapie? Alter... Er weigert sich weiterhin zu baden und lehnt, ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein, eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab: Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Eine Zwangsernährung für Mr. Manera wird empfohlen, sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Ich weiß genau, wer das ist. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Wallrider, Mount Play Massive CO. Frank Antonio Manera. Mangiare, auch ausgesprochen, auch bekannt als Peter von Froster. Das hier ist der Schauspieler, Frank Antonia, der Peter von Froster in der Werbung spielt. Deswegen heißt er hier anders. Also ist für uns weiter Peter. Alter, Blut aus der Brust schlafender Männer. So, hier können wir sonst nichts abfilmen.
Den Rechner würde ich gerne mitnehmen. Für einen Renderpark. Ich gehe so unbedacht weiter, dabei kann der... Go away! This is my place. You're gonna get me killed! Fuck off! Ja, leckt mich am Arsch. Wegen euch sitze ich doch hier überhaupt, wegen euch Pissern. Okay, was haben wir denn da Schönes? Kann man hier irgendwas erkennen? Nee, ne? Sind doch alles die gleichen Kameras, wie es aussieht. Und offenbar latscht aber auch niemand. Kamm C01, 03, 06, lalala, lalala. Nichts Interessantes. Telefonanlage ist ready, aber besetzt. Und wir müssen ja das Gas abdrehen. Wo ginge es besser als hier eigentlich, frage ich mich. Hey, eine Batterie. Ja, Batterie, Batterie, Batterie. Ich dachte gerade, was ist das denn? Können wir das Gas hier nicht irgendwie abstellen? Aber hier ist alles Passwort gesichert. Ich verstehe das gar nicht. Hier, Passwort. So ein Blödsinn eigentlich. Gas Room hört sich an wie Furzkabine. So, natürlich bleibt das Gas oben. Wir können also hier ganz ohne Probleme durchlaufen. Ich habe nur das Gefühl, dass wir eventuell im Gasraum auch nicht so ganz alleine sind. Vor allem nicht, wenn da so ein rotes, auffälliges Licht leuchtet. Wallrider-Projekt. Speichert. Sicher ist sicher. Na, horche mal, wer da ist. Kommt der hier rein? Bummert der? Nicht hier im Gasraum sein. Also wie dämlich wäre das denn? Andererseits, wenn ich da so hingucke, dann hat er sich hier vielleicht eine kleine Snackkammer eingerichtet. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und das ist also der Gasraum. Auf uns machen. Der wird doch jetzt nicht hier rumlaufen. Der wird doch nicht aufgeben und hier in sein kleines Hideout kommen. Lecker, lecker, lecker. Mmh, jetzt ein Snickers. Ein Menschen-Snickers. Da gehe ich noch nicht rein. Überhaupt verlasse ich diesen Raum noch nicht durch keine einzige Tür. Well, I can try. Ciao. Scheiße. Nein, 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 nein. Hey, Opa. Aua. Ah, die Tür ist weg. Die Tür ist aufgebrochen. Wie kann eine Statue aufbrechen? Was ist das für ein unmenschlicher Bastard? Okay, da kam von hier. Ich kann durch Gas laufen. Ich bin zu Superman. Der ist immer noch hinter uns her. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Ich bin überhaupt nicht dein. Aua, Hilfe, ich will raus. Please let me go.
Please let me go. Ich werde hier meines Lebens Frau. La 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 la. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Sackgasse. Und jetzt am besten gleich noch eine Batterie wechseln. Das wäre natürlich das Schönste. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Der kann uns doch nicht überall sehen. Wie kann der uns überall sehen? Das ist doch ein Zauberer. Das ist Peter von Froste. Der erschnüffelt uns einfach. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Alter, ich habe gar keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier können wir gar nicht durch. Ich sehe auch nichts hier. Schnauze. Es ist Peter! Es ist Peter-Zeit! Wie kann man denn so dämlich sein? Wenn wir weglaufen, kann der uns auf 20 Kilometer Entfernung erschnüffeln, aber sobald wir in einen geschlossenen Raum gehen und uns in das einzige, unter das einzige Bett im Raum legen... hab keine Ahnung. Ach du Heilige. Die Frage ist nur, wo müssen wir denn hin? Die Batterien gehen wieder leer. Ich kann jetzt auch nicht hier ewig liegen bleiben. Und der Peter kommt. Na, großartig. Der Peter kommt ja bestimmt auch bald wieder. Laufen, das ist zu laut. Verstecken können wir uns hier, glaube ich, nicht. Gibt frische Füße auf jeden Fall. Wahrscheinlich gleich hierher, würde mich nicht wundern. Oder er bleibt einfach da die ganze Zeit im Innenraum. Ich weiß echt nicht, was wir hier machen sollen gerade. Wir haben hier Möglichkeiten, uns zu verstecken. Blutspur hinterher, aber hier geht's natürlich nicht weiter. Und er wird hier mit Sicherheit wieder irgendwo sein. Scheiße, Mann, ey. No, it's a Täuschungsmanöver meinerseits. I just want to weak you in the Sicherheit. Komfortzone, scheiße, Drecks, Kackarsch. Ach, da sind wir ja wieder. Wow, sind wir weit gekommen. Da geht's auch nicht weiter. Wir können ihn echt ein bisschen verarschen, so, ne?
verarschen am Arsch. Der weiß sofort, wo wir sind. Das ist doch Kacke. Der hat die Tür aufgeschlagen, hat sich umgedreht und ist zu uns gelaufen. Anders. Nein, lass mich, lass mich. Scheiße, ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Ich kann jetzt den ganzen Tag hier rumrennen. Ja, wir wissen's doch. Der Peter. Was soll man denn hier machen, verdammt? Oh, schön die Arschcam für die Mädels. I'll find another way. Ich hab echt keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Wir laufen die ganze Zeit rum, der Typ läuft hier rum, wir laufen hier rum. Das ist von Abschnitt zu Abschnitt, läuft der Typ hier rum und wir laufen da rum, hab ich das Gefühl. Und müssen irgendwie erraten, was wir als nächstes machen sollen, unter Zeitdruck. Aber wir können ja, wir können uns ja gar nicht richtig umschauen, weil der Peter von Froster, der macht ja Patrouille. Scheiße. Und die Batterien gehen uns aus, langsam. Ich weiß dann immer nicht, ob das meine Schritte sind oder seine. Da hinten ist er. Noch nicht, ne? Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nie, wo der hingeht. Alter, jetzt geh doch mal da rein. Oh, eine Batterie. Das kommt mir sehr gelegen. Wir sind im Serverraum. Und wo ist er? Da hinten. Müssen wir da vielleicht hin? Der hat auch keine festen Patrouillerouten, ne? Jetzt theoretisch, wenn er da ist, müsste jetzt einfach wieder zurückgehen. Ich hoffe, die Batterie hält. Er geht wieder zurück. In den Serverraum. Ja. Okay, er hat also immer diese eine feste Route. Die dürfen wir nicht stören. Er geht immer vom Serverraum in den anderen Raum. Und ich frage mich, ob einer der Räume vielleicht damit zusammenhängt, mit dem, was wir tun sollen. Oh, eine feste Route. Oh, no, 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 Pollo, Pollo. Oh, no, Pollo. Oh, no, oh, no, Scheiße. So, hier geht er also immer rein.
Ojo Pojo, ich häng fest. Alter! Jetzt geh doch mal durch. Mann, ey, so... Na, supergeil. Peter, lass uns reden. Was? Wieso geht der... Wieso lässt er jetzt ab von uns? Wieso hat er uns in Ruhe gelassen? Da kommen wir also nicht durch, Sicherheit? Wieso hat er uns jetzt in Ruhe gelassen? Das ist der Raum, aus dem wir ursprünglich auch kamen, Elektra. Okay, ich probiere nochmal. Das klappt auf jeden Fall ein zweites Mal! Uah! Peter, lass mich! Hasch mich, ich will der Frühling! Scheiße. Da kommen wir immer nicht durch, weil da so eine Plane drüber hängt. Aus meiner Titte kommt kein Blut. So, ich warte noch. Der läuft ja bestimmt noch gleich rum. Alter, ey. Was soll ich denn machen? Ich bin die ganze Folge nur rumgelaufen. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Scheiße. Jetzt überlege ich gerade, ob da irgendwas ist, was mir einfällt, was wir gesehen haben. Aber ich kann mich gar nicht richtig umgucken. Wir müssen echt schleichen. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen, aber das ist leichter gesagt als getan, weil der Typ hat einfach einen Sensorradius. Das ist, Tut mir leid. In der nächsten Folge müssen wir also gucken, wie wir Peter von Froster austricksen können. Irgendwie müssen wir noch da weiterkommen. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, wir laufen dauernd nur im Kreis. Das ist genau wie vorhin, wie in der letzten Folge, glaube ich, war auch diese Stelle mit der Bibliothek, wo man ständig im Kreis gelaufen ist und ständig hat der Typ alles kontrolliert oder patrouilliert und irgendwie ist das hier genauso. Das ist ein bisschen doof und ich hätte gern ein bisschen mehr Zeit zum Umgucken, zum ruhigen Umgucken, weil wenn man die ganze Zeit auf der Flucht ist und ständig diesen Adrenalinkick hat, dann kann man den Ort im Kopf nicht kartografieren. Das ist vielleicht als Zuschauer anders. Also du hast bestimmt jetzt schon längst rausgefunden, du hast jetzt alles schon analysiert und weißt genau, wie es geht. Aber leider, ist ein bisschen schwierig, wenn man auf der Flucht ist und wenn man hier nichts zusammenschneidet. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen in der nächsten Folge. Wir müssen irgendwie an Peter von Froster vorbei.